Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf und bereite ihm schon mal das Frühstück zu. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon weiter mit ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben. Und dann ist meistens auch schon Mittagszeit, also bereite ich ihm das Mittagessen zu und überlege mir noch, was ich für ihn backen kann. Und dann gibt es meistens noch ein leckeres Gebäckstück. Hier ist meine Oma. Sie ist Hausfrau. Und Oma, das Video haben wir eben gesehen. Ja. Hast du verstanden, das Video, was drin vorkommen ist? Und erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben. Wie hat das so begonnen? Wann hast du so deine Kinder gekriegt? Erzähl mal so ein bisschen was. Also ich bin jetzt 72 Jahre. Bin am 1. August 55 Jahre schon verheiratet. Bin mit 17 heiratet gegangen. War sehr früh, aber ich habe meinen Mann geliebt. Der ist 8 Jahre älter wie ich. Also du warst 17 und der war 25. Ja. Musst du das irgendwie von der Ältere absegnen? Das muss man absegnen lassen. Sogar meine Ältere haben müssen unterschreiben, auf dem Finanzamt, sagen ich jetzt, auf dem Standesamt, dass wir halt ja verheiratet gehen. Ja, und wie wir dann heiratet gegangen sind, hat mein Mann gesagt, ach Samuel, Annette, wie machen wir das? Weißt du was? Ich gucke, dass wir im Leben immer Geld haben und du schmeißt daheim den Haushalt. Wir kriegen ja jetzt bald ein Baby und da gucken wir weiter. Also sie haben das von Anfang an so abgesprochen, also wirklich abgesprochen, ja, du bleibst daheim, ich gehe. Genau. Und das war das bei deiner Kollege oder bei eurer Kollege, war das gang und gäbe, wie nicht man so ganz, schön sagt? Nicht ganz, aber schon zum größten Teil waren halt die Frauen, gut, manche waren halt älter, die waren zu Hause bei den Kindern. Es war auch nicht so, dass die Kinder haben keine in der Ort, bei uns im Ort hat es gar keiner gehabt. Und ja, und dann hat es nach 2 Jahren habe ich das zweite Kind gekriegt. Jo, und ich konnte da die Kinder, ich wollte sie auch nicht, oder wir wollten unsere Kinder auch nicht abgeben, wir wollten sie ja selber großziehen. Ja, und der Alltag, der war schon stramm. Kinder nach Salz geheilt, müssen aufstehen. Eigentlich habe ich meinen Mann den Rücken, wie man sagt, frei gehalten, dass der konnte auf seine Arbeit gehen und seine Arbeit machen. Und er hat den Vorteil noch gehabt, er konnte sein Hobby nur gehen. Er hat Handball gespielt, Fußball gespielt. Und sonntags war halt, ja, Familientreffen. Viele Frauen sind mit ihren Kindern mit auf den Handballplatz, Fußballplatz. Ich glaube, wir waren alle gar zufrieden. Und ich als Hausfrau war eigentlich auch zufrieden. Ich habe genug zu tun gehabt. Ich habe wie viele Berufe gehabt, muss auch sagen, unbezahlt. Ich war Köchin, ich war Kinderschwester, ich habe genäht. Ja, es war halt so, bin in den Kaffee gegangen, vor alle Dinge, heißt halt auch als geschaut zu meinen Eltern, wenn da was war, die Mutter krank, da ist man hingegangen, man war ja nicht berufstätig, ja, oder die Schwiegerleute, die Schwiegermutter war mal krank, bin ich nur bei der Schwiegervater, haben dem gewischt, man war ja, wie man sagt, nicht berufstätig und mein Leben war eigentlich ganz ausgefüllt. Und den ersten Urlaub haben wir gemacht, weil das Geld schon nicht gerade so flüssig war, aber mir, wie gesagt, mir war zufrieden, haben wir mit den Fahrrädern gemacht. Aber ihr war, weil du gerade sagst, ihr war zufrieden, aber der Opa hat ja nicht viel Geld gehabt am Anfang. Also man meint ja immer so, heute da, die Frau kann daheim bleiben, wenn der Mann genug Geld verdient. Aber es war ja nicht so, dass der Familie verdient hat, wie man so schön sagt. Nein, er hat auch gleich einen neuen Job angefangen, weil er hat Elektroinstallateur gelernt und da war es uns im Handwerk nicht so gut und da hatte Kollege zu ihm gesagt, er soll auf die Post gehen, hat als Zusteller angefangen. Und als Zusteller hat er nicht viel Geld verdient. Er ist also mal ein bisschen nebenher, wie man so sagt, bei uns im Saarland, nebenher knuddeln gegangen. Ja, und ich habe halt den Haushalt geschmissen. Ich habe sogar, es hört sich jetzt witzig an, haben gesagt, wir haben ja Kohle oben noch gehabt. Und wenn er heimgekommen ist von Schafe, habe ich Feuerholz müssen machen, hat mir mein Vater beigebracht, wie man Hake tut, dass er warm Wasser hat und konnte sich Wäsche gehen, wie man sagt, Dusche gehen, ja, und es ist ein sehr Sportgang. So war halt Frias Leben. Und ihr habt dann, also mit 17, haben das erste Kind gekriegt, ja. Meine Tante, und mit 19 hast du meine Mutter gekriegt, ne? Ja. Okay, und dann haben wir zusammen gewohnt, zur Miet, irgendwo in der Miet? Nee, bei meiner Eltern, zum Glück, muss ich sagen, habe ich gerne bei meiner Eltern wohnen. Also mit dem Opa zusammen, mit allen Kindern zusammen. Mit allen Kindern zusammen und haben halt den Vorteil gehabt, wie man so sagt, wir sind ein wahre Jungen, wir sind gerne miteinander fortgegangen. Da konnte ich abends immer, als wenn die Kinder geschlafen haben, hat meine Mutter immer gesagt, ach, da kannst du ein bisschen mit dem Gerhard Pritschele gehen. Also du hattest auch schon
ein bisschen Unterstützung ist schon wichtig, dass man die auch hat, vor allem, wenn man Kinder hat, alles. Ja. Muss ich aber vorstellen, du warst jetzt daheim gewesen, konnte dich um den Haushalt kümmern und hast eigentlich trotzdem noch Unterstützung armer gebraucht. Ne? Da sieht man mal, wie viel Arbeit das ist, zwei Kinder große ziehen. Ja, das war auch. Ich war voll, wie ich mal gesagt, ich hatte den ganzen Tag mehr Arbeit. Wir haben gekocht, wir haben gesagt, komm, wir mit das müssen schälen, wir sind auf dem Markt, haben gesagt, Auto haben wir ja keins gehabt, nur eins hat mein Mann mitgenommen auf die Arbeit. Da ist man halt so Fuß gelaufen, da muss ich aufs Fahrrad gehuckt. Und wann haben wir ein Haus gebaut? Ein Haus haben wir noch 20 Jahre. Wir haben Geld zusammen gespart und da haben wir gedacht, gut, jetzt bauen wir unser Haus. Also da waren wir so 40? Ja. Ja, nur 20 Jahre haben wir das gebaut. 20 Jahre ein Haus. Also das hier gebaut. Ja, das haben wir selber gebaut. 35 Jahre. Das haben wir selber gebaut, ne? Selber gebaut. Ich habe eine ganze Speis gemacht. Ja, so sah das Haus. Ich habe dieses Haus tapeziert, da ich ja, wie man sagt, nur Hausfrau war, hat man sich ganz vieles angeeignet, wo man einfach gekonnt hat. Ja, oder wo man dann konnte muss. Ja, man hat es auch machen. Hat es dann halt auch müssen machen. Ne? Also die haben das Haus hier komplett selber gebaut. Ich glaube, das Dach haben wir machen gelassen. Ne? Man hat sich untereinander geholfen. Da haben die Fußballer geholfen, mein Mann. Das Dachdecker, man hat einen richtigen Dachdecker dabei gehabt. Ja, Fensterbauer, aber das andere alles selber. Also das war nicht so wie heute, dass jemand kommt, stellt das Haus hin oder du kaufst. Sondern Gott, da hat jeder... Die Nachbarschaft, alles hat da einfach geholfen. Hat sich gegenseitig geholfen. Aber das ist doch eigentlich was Schönes, oder? War schön. Also es war doch, obwohl es vielleicht anstrengend war, aber wie lange haben ihr gebraucht? Ein Jahr. Wir haben auf ein Jahr alles verzichtet. Mein Mann ist auf die Arbeit. Ich habe dann später noch bin bei seiner Tante in den Haushalt gegangen. Die waren schon älter gewesen. Ja, da waren aber meine Kinder schon größer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ihr habt jetzt zwei Kinder großgezogen. Die haben dann hast du vier Enkelchen, hast du ja. Hast du auf zwei Hunde. Aufpassen. Die habe ich auch noch, ja. Wo sie sich gar nicht ausgesucht hat. Da gab es Umstände, wo dann die Hunde auf immer zur Oma kommen, dann musste sie sich um zwei Hunde noch kümmern. Also es ist immer irgendwas kommen, wo hat müsse die Oma doch tätig sein und hast halt kein Geld dafür gekriegt. Ne? Genau. Hast halt immer andere Leute geholfen. Genau so war es. Und vor alle Dinge muss man entsagen, ich habe ein Schwierleid gehabt und mein Ältere gehabt, dann haben noch mein Mann seine Tante gehabt. Es hat keiner müssen ins Heim, wie das heutzutage ist. Er war einfach da, auf die Ältere. Und das finde ich, war sehr wichtig. Es war auch sehr anstrengend. Wie ich meine Tante bei mir, die weil mir Platz im Haus hatte, weil wir ja vielleicht ein bisschen zu gutmütig sind, haben wir sie mit aufgenommen. War halt die Nächte halt ziemlich kurz. Also du hast dich dann um die Tante ja gekümmert. Ich habe es ja selbst gesehen, die hat ja dann noch hinten gewohnt. Um die hast du dich dann gekümmert und so weiter und so fort. Also das Leben als Hausfrau, sage ich es jetzt mal, besteht halt auch viel dort drin, dass du halt einfach Arbeit machst, die viele bezahlt kriegen, wo du halt einfach da nicht bezahlt kriegt hast. Genau. Ne? Wo du gemacht hast, weil du halt ein herzlicher Mensch bist und hast das dann halt alles gemacht. Ja, man ne? hat das auch irgendwie gern gemacht. Oder es war halt, war das damals so, dass man wirklich die Familie dann so denen geholfen hat alles? Ja, das war so. So Altenheime hat man gar nicht zum Beispiel gekannt, dass man die dort abgibt, hat sah nicht immer. Und heute haben sie halt keine Zeit mehr. Jeder Mensch, er muss schaffen gehen. Ja, sie haben halt so viel Luxus, sie haben so viel Ansprüche. Obwohl das Leben, wenn man so um sich herum guckt, wunderschön ist. Ja, aber da wird sich ein Leasing-Auto kaufen, teures. Ja, das, obwohl man eigentlich gar kein Geld dafür hat. Mein Enkel hat mal gefragt, haben gesagt, Opa, wieso hast du schon so viele Autos gehabt? Und da hat mein Mann gesagt, Richard, die haben mir alle gar bar bezahlt. Sagt er, Opa, wie hast du denn das gemacht? Sagt er, als einer hat 150 Mark gekostet. Oh, dann waren wir ein bisschen besser, dann haben wir vor 300 Mark ein Auto gehabt. Und so hat sich das gesteigert. Das konnte er gar nicht fassen. Und dann muss ich sagen, mein Mann hat sich auch viel selber beigebracht, Autos repariert. Ja, das ist eine ganz andere Welt als ganz heute. Ne? Heute mache ich viel mehr, wenn ich mal denke, die Oma und der Opa, die fahren so langsam de Bordstein, wie sagt man? Ja, de Bordstein drauf. Trott war hoch, weil die nichts neu kaufen wollen. Die sahen, wir haben das, was wir haben, dort passen wir gut auf, dann müssen wir es nicht zweimal kaufen, dann müssen wir es nicht dreimal kaufen und so spare ihr dann halt auch Geld. Genau. Ne? Und deshalb, und der Opa, der hat ja nicht viel Geld gehabt, ne? Damals. Und dadurch konnte man sich das leisten. Ja, der hat angefangen auf der Post, der hat im Monat 550 Mark gehabt. Gut, dann haben wir dann noch Kindergeld gekriegt, wie es halt so war. Aber das war ja auch nicht so viel. Aber man hat sich so durchgearbeitet.
Mein Mann hat oft gesagt, ich frage mich nur, warum haben wir einen Kühlschrank? Da ist nicht viel drin. Ja. Wir bräuchte keine. Aber wie gesagt, wir haben uns gehabt, wir waren einfach zufrieden. Zufrieden, ne? Das ist das richtige Wort. Ja. Man war einfach zufrieden mit dem, genau, was man hat. Und das ist wirklich verschieden, dass man sich auch was gönnen kann. Genau. Es gibt ja einen schönen Spruch, Geld stiehlt dir deine Träume. Ne? Da hat ja, man keine Träume mehr, da, wenn man sich alles erleichtert. Und Träume muss man immer haben, haben wir immer gesagt. Und wir haben uns ganz viele Träume erfüllt, sag ich. Wir haben uns mal ein Hausboot gekauft, haben wir 10 Jahre sind wir, ja, in Europa rumgeschippert. Dann konnte mein Mann nicht mehr so, wie seine Hüfte, wie allem. Dann haben wir alles verkauft und haben sie ein Wohnmobil gekauft. Also... Dann viel mit dem Wohnmobil rumgefahren. Ja. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass man das mit einem Gehalt alles einfach geschafft hat. Wir haben auch unser Wohnzimmerschrank, der haben wir selber uns. Ich war ja der Chef im Haus, die Hausfrau ist normal der Chef im Haus. Haben sie den Wohnzimmerschrank gehabt, der hat mir so gut gefallen. Haben viel gesagt, auch kennst du mal Naja kaufen? Haben gesagt, warum geht alles, der bleibt stehen. Steht halt noch 35 Jahre, ist immer noch schön. Also ihr habt ein Haus gebaut, das ist abbezahlt, ne? Ja, schon lange. Hausboot, das dann verkauft, dann ein Wohnmobil und immer alles geguckt, dass alles gepasst hat, genau, mit dem Geld, dass man da alles sich vorher gespart hat, dass man das so ein bisschen hinkriegt hat. Genau, so ist es. Also ihr habt ja nie über eure Verhältnisse gelebt, sondern wenn was geklappt hat, dann konnten das euch erst kaufen. Genau so war es. Genau und das so ist ja heute da nicht so und deshalb funktioniert das halt alles nicht, genau, ne? Und deshalb ist man, ich muss immer wieder sagen, wir waren einfach zufrieden, weil wir uns hatten. Und ich grinse ja manchmal mit, wenn der Opa jetzt so hinne, der sitzt jetzt so hin und guckt Fernsehen und da kommen ja manchmal so irgendwelche Landschaftsvideos. Ja. Wenn er dann dich ruft und sagt, Annette, guck mal da hinten, da waren wir schon, genau, du kommst dann von der Kich raus, genau, und sagst, ah ja, da sind wir schon mal angefahren. Ja. Was würdest du jetzt sagen, wenn die jetzt so... Sag mal, ich hoffe noch, du hast ganz viele Jahre noch vor dir, aber wenn du jetzt mal sagst, oh, so langsam wird die Oma alt, bist ja noch ganz jung, aber was sind so deine schönsten Momente, die du hast? Jetzt vor allem mit dem Opa, was sind so die schönsten Momente, die du hatte? Oh, das ist schon schwer zu sagen. Es war eigentlich alles schön, alles zu seiner Zeit. Wie die Kinder klein waren, war schön, wir haben immer das Beste draus gemacht. Vor alle Dinge, muss ich sagen, haben wir nie so Stress gehabt. Sagen wir, mein Mann auf der Arbeit Urlaub hat, haben wir Urlaub gehabt. Ich habe nicht mehr so gucken, ach nee, jo. Gut, später haben sie, wie ich da die Tante hat, die haben wir dann im Pflegeheim 4 Wochen abgegeben, dass man konnte mal mit Nana fahren. Und ihr habt immer Hobbys gehabt, ne? Ihr sind zusammen Rad gefahren. Ja, wir haben, hört sich spaßig an, aber wir haben alles 10 Jahre gemacht. 10 Jahre im Radfahrverein, 10 Jahre mit dem Boot. Mit dem Wohnmobil sind wir 15 Jahre gefahren, aber mein Mann, aus gesundheitlichen Gründen, haben wir das Wohnmobil jetzt abgegeben. Jetzt machen wir zu Hause das Beste draus. Und hatten da mal, also das war der erste Mann, der erste Freund, hatten da mal so Streitigkeiten gehabt, so, oder? Ja, die hatten wir auch gehabt, dann sah wie die Kinder halt so größer geworden sind und da haben wir halt so viel Meinungsverschiedenheiten gehabt. Weil es nicht so mit den Kindern so gelaufen ist, wie man sich das als Ältere vorstellt. Ich war han mehr zu den Kindern gehalten, mein Mann hat gemeint, es müsste anders sein. Und da war so der erste Ehestreit, wie man sagt, wo man hatte. Aber wir haben gemerkt, es bringt nichts, ja. Und dann ganz wieder zusammengerauft. Es gibt ja immer Streitigkeiten. Wenn man, guck mal, wie lange ihr sind ja 6 Wochen zusammen in einem kleinen Wohnmobil in Urlaub, ja, da gibt es ja immer Streitigkeiten. Aber nein, für euch war immer, nicht für euch, nein, war immer klar. Wir haben nie Krach gehabt. Viele haben gesagt, wie ist 7 Wochen auf so ein paar Quadratmeter Halle aus? Da habe ich gesagt, jo. Ich habe immer als so Freunde gesagt gehabt, wenn so gesagt haben, ja, guck mal, auch, ich habe da Freunde kennengelernt. Haben sie gucken euch mal 4 Wochen mit dem in so kleine Hit, wie wir miteinander auskommen. Und so sieht das Leben aus. Ja, das stimmt. Auf engstem Raum. Und wenn wir da nicht miteinander auskommen, sagen sie immer, dann hat es keinen Wert. Das stimmt. Und ich gehe jetzt mal auf einen Kommentar in, weil wir haben uns ja das Video angeguckt und das Video ist ja an sich, natürlich ist das Video ein bisschen überspitzt. Ne? Sie erzählt natürlich, ich weiß auch nicht, ob es Ironie ist, sie erzählt, dass sie sich extra umzieht, sie kocht jetzt für ihren Mann, sie will natürlich ein bisschen provozieren mit dem Video. Aber die Kommentare sind halt sehr spannend, dass jemand geschrieben hat, ich würde mich niemals so abhängig machen. Also, dass die Frau dann abhängig von dem Mann ist. Da muss man ganz einfach sagen, man ist ja auch von einem Arbeitgeber abhängig. Ne? Wenn die Firma irgendwann pleite geht, ist ja der Job auch weg.
Hast du immer das Gefühl gehabt, dass du irgendwie abhängig bist? Aber ich muss dir sagen, du kannst ja so viel, wenn das mit 40 oder so nicht geklappt hätte, hättest du halt einen Job gesucht, oder? Ja, hätte ich ja noch einer gefunden, aber ich sage, ja, wie immer gesagt, wie ich gesagt habe, ich habe immer mehr Arbeit gehabt und ich war auch nicht abhängig von meinem Mann. Hans, aber ich der Verwalter war vom Geld. Der war abhängig von mir. Und wenn er fortgegangen ist, habe ich immer gesagt, Gerhard, hast du Geld dabei? Ein nee, Hans, ein muss doch Geld dabei haben. Oder wenn wir also weg waren, früher Fasching und so in der Bar. Und er mit anderen Frauen dann in der Trink gegangen ist, hat er gerufen, Annette, komm bezahlen. Das war doch ganz peinlich. Gut, es hat eine andere Familie gegeben, aber bei uns war das so, weil er immer gesagt hat, er guckt, dass wir Geld haben und ich mache alles. Aber weh dem, Hans sagt, es war manchmal auch knapp, da hat er schon als immer gegrummelt, sagt er, du kaufst doch das mal nicht. Ne? Hans sagt, aber so richtig Krach mit dem Geld haben wir nie gehabt. Und es hat immer müssen, wenn er gebraucht hat, hat einfach müssen Geld da sein. Und ja, vielleicht hat das deshalb so gut geklappt. Und ich denke auch, wenn in der Ehe etwas ums Geld geht, das geht nicht gut. Da gibt es die erste Streitigkeit, ist meine Meinung. Ob Aber so hast du ist, jetzt das welche. Gefühl gehabt, dass du irgendwie, weil du Ober ihr Geld verdient hast, dass du irgendwie unterdrückt warst oder irgendwas? Nee, Oder gar du nicht. warst frei, du konntest machen, was du Ich willst, du konnte bist machen, mit der was Hunde, ich gehst morgens will. mit der Hunde noch, machst Genau, das, ne? genau. Und du kannst ja selber, du holst ja, wenn du Geld brauchst, holst das, gibst es vernünftig aus und dann das geht Ah, ja ich auch, ne? fand's doch. Ah ja, du hast ja. Ah, okay, dann Oma. Nehme halt alles so bis sie zusammen, jo. Wenn man so die gleiche Ansicht da hat, dann geht es auch viel einfacher, ne? Ja, und was glaube ich wichtig ist, Hans hat was viel heißt, so bis ich auch vergesse oder verkenne, dass man so ein gemeinsames Hobby hat. Weil man der eine geht immer gerne Fußball spielen und der andere geht halt gerne ins Theater. Und ich glaube, bei vielen passt das nicht. Also, wie wenn der Oberhandballspiel gegangen ist, dass du dann immer mitgegangen bist und hast den Wir sind angefeuert. immer, ja, vor allen Dingen haben wir ja da auch schöne Gesellschaft gehabt. Hansa waren noch mehr Frauen mit Kindern. Die Kinder haben ihre Gesellschaft gehabt, ich meine Gesellschaft, die Männer, hat alles einfach geklappt. Okay. Oma, dann vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja. Und mir sagen die Leute mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.